Ja, hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Ihr wisst, was das ist. Das ist ein Quartett. Vielleicht habt ihr es in eurer Kindheit auch gespielt. Ich am liebsten mit Motorrädern. Da ist es darum gegangen, wer das Schnellste hat, wer das Stärkste hat. Und in diesem Spiel, in diesem Quartett, würde dieses Motorrad auch mörderisch abschneiden, nämlich die Kawasaki ZH2, die nackte Kanone. Und wie sich dieses 200 PS Monster auf der Straße fährt, auf der Landstraße, das erfahrt ihr in meinem Video. Ja, dieses Spiel, das ich da habe, ist schon ein bisschen älter. Sind trotzdem Mördermotorräder drinnen. Die Leistungsdaten von der Kawasaki ZH2 lesen sich aber sehr, sehr beeindruckend und die würden da auch sehr, sehr gut abschneiden, obwohl da lauter Supersportler drinnen sind. Aber die Kawasaki ZH2 hat auch Leistungswerte, die man eigentlich in einen Supersportler erwartet. Genau genommen gehört ja dieses Motorrad gleich zu zwei Produktgruppen. Zum einen ist es das Topmodell der beliebten Z-Klasse der Naked Bikes von Kawasaki und zum anderen rundet sie die Modellpalette der Kompressormodelle ab, die ja nur Kawasaki in dieser Form anbietet. Neben der H2, der H2R für die Rennstrecke mit sage und schreibe 310 PS und der H2SX, dem Tourenmodell, gibt es jetzt eben auch ein Naked Bike mit diesem kraftvollen Motor. Und dieser Motor ist eben auch das Prunkstück des Motorrads, dieser 998 Kubik rein Vierzylinder, der sage und schreibe 200 PS bei 11.000 Umdrehungen leistet. Das mächtige Drehmoment von 137 Newtonmetern, das liegt bereits bei 8.500 Umdrehungen an. Und möglich gemacht werden diese Werte vom Kompressor, von diesem Kastel da, das da oben drauf gesetzt ist. Da drinnen arbeitet ein 69 mm Propeller, also eigentlich ein Impeller, weil es ja innen im Gehäuse ist, mit 18 Rotorblättern. Der schaufelt die Luft praktisch in die Brennräume und sorgt so für ein eigentlich für einen Vierzylinder atypisches Leistungsverhalten, weil der Motor schon von unten raus Kraft hat, richtig gleichmäßig. Ich habe bei meinem Video oben Landstraßentest dazu geschrieben. Warum? Weil man auf der Landstraße das wahre Leistungsvermögen dieses Motorrads gar nicht ausreizen kann. Dazu braucht man eine Rennstrecke oder eine deutsche Autobahn. Beides hatte ich in den letzten 10 Tagen, wo ich das Motorrad gehabt habe, nicht zur Verfügung gehabt. Aber es ist ja auch ein Naked Bike. Es ist ja in erster Linie für die Straße gemacht. Und ich wollte einfach einmal erfahren, wie sich sowas auf der Straße fährt, wie alltagstauglich dieses Gefährt ist und ob sowas überhaupt auf der Straße Sinn macht. Ist das Motorrad vernünftig für die Straße? Da gibt es eine klare Antwort, nein. Aber ist Motorradfahren prinzipiell vernünftig? Das ist sehr, sehr viel Emotion und es ist absolut bereit für die Straße. Weil dieses Aggregat so unfassbar das anreißt, so adrenalinfördernd das Ganze ist, so kultiviert kann man es auch fahren. Das ist wirklich unfassbar, wie entspannt man mit dieser ZH2 durch den Stadtverkehr rollen kann, auf der Landstraße, wenn man will, bummeln kann. Aber wenn man dann am Gashahn anreist, schiebt es in jeder Lebenslage vor, dass die Musik spielt. Das ist einfach mörderisch. Da kommt da einfach nur ein Bist du deppert raus. Das ist unfassbar, wie dieses Motorrad anreist.
Du hast natürlich alle elektronischen Helfer mit an Bord, die es heutzutage gibt. Also du hast ein Kurven-ABS, du hast eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle, du hast verschiedene Fahr- und Power-Modi. Und so ist man dann mit diesem Motorrad auch relativ schnell vertraut und trotz dieser beeindruckenden und vielleicht respekteinflößenden Kraft kann man relativ rasch damit gut umgehen. Fahrmodi hast du insgesamt ja genau genommen 4 zur Verfügung, nämlich einen Rennmodus, einen Roadmodus, einen Sportmodus und einen frei konfigurierbaren Ridermodus, wo du dann die einzelnen Parameter für dich persönlich dann noch abstimmen kannst, was das Eingreifverhalten der Traktionskontrolle und so betrifft. Im Sportmodus hast du die volle Leistung zur Verfügung, im Roadmodus hast du 75% der Leistung zur Verfügung und im Rennmodus hast du 50% der Leistung zur Verfügung. Und daraus hört man eigentlich schon, in welchem Modus man im Normalfall unterwegs ist. Man wird sich nicht ein 200 PS Motorrad holen, um dann vielleicht nur mit 100 PS herumzudümpeln oder auch mit 75% der Leistung. Das heißt, ich bin die ersten 2-3 Kilometer weg einmal im Roadmodus gefahren, dann habe ich einmal auf den Sportmodus umgestellt und nie wieder daran gerüttelt, weil das einfach süchtig macht, weil das einfach unfassbar ist, wie das anschiebt. Diese pure Kraft von der nackten Kanone, wenn du ein bisschen energischer am Gasseil oder genau genommen am Reitbeweiher drehst, dann hebt sich sofort das Vorderrad, obwohl eigentlich die Wheelie-Control aktiviert ist. Das bleibt aber bei so, sag jetzt 25, vielleicht 30 cm höher geht's nicht. Da müsste man dann in den Rider-Modus wechseln und die Wheelie-Control deaktivieren. Das heißt, das ist auch für Leute, die jetzt nicht so versiert sind, die nicht so die großen Wheeler sind, überhaupt kein Problem, kontrollierte Power Wheels in den Asphalt zu setzen, vorausgesetzt man hat eine lange Gerade, man hat genügend Auslauf, weil Auslauf braucht das Motorrad natürlich schon, wenn es losgelassen ist. Es gibt ganz sicher handlichere Naked Bikes als die ZH2, die ja sehr voluminös, sehr wuchtig daherkommt, aber das ganze Volumen passt auch zu dem Motorrad, passt zu dem ganzen Auftritt von dem Motorrad, das fahrfertig 239 Kilo auf die Waage bringt. Das ist kein Leichtgewicht in Anbetracht dieser unfassbaren Leistung, aber auch kein Problem. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig im engeren Kurvenwerk, aber selbst daran gewöhnt man sich und kann dieses Motorrad dann relativ bald auch in engsten Kurven gut dirigieren und die Stabilität bei langgezogenen, schnellen Kurven, auch beim Bremsen und so, die ist beispielhaft. Die ist richtig beispielhaft. Da kannst du wie auf einem Lineal, wie vom Zirkel gezogen, lange Kurvenradien auch richtig flott durchfahren. Dafür sorgt auch das gute Fahrwerk von Showa. Vorne hast du eine 43 mm Big Piston Upside Down Gabel, die sehr, sehr präzise anspricht, die, wie gesagt, eben für ein sehr, sehr stabiles Fahrverhalten sorgt. Hinten hast du ein Showa Federbein, beides voll einstellbar, also in Zugstufe, Druckstufe und Vorspannung. Natürlich gibt es in diesem High-Class-Power-Naked-Bereich noch hochwertigere Federelemente und würde vielleicht der eine oder andere für die Rennstrecke dann noch nachrüsten wollen, aber für den Landstraßeneinsatz ist dieses Fahrwerk allererste Güte. Also das ist wirklich mörderisch, wie gut das da alles harmoniert, auch in Verbindung mit den Bremsen. Du hast hier Brembo M4 Monoblock Sättel verbaut, die sich in die 320er Scheiben von Brembo verbeißen. Hinten hast du eine 250er Scheibe, also diese Bremsen lassen überhaupt keine Kritik aufkommen, die verzögern das Motorrad perfekt, punktgenau. Die Hebeleien von Nissin sind individuell auf die Handgrößen einstellbar. Das DFD-Farbdisplay ist extrem scharf, gut ablesbar. Du kannst wählen zwischen zwei verschiedenen Darstellungsvarianten und jeweils in dunkel und hell. Du hast einen Tempomat an Bord. Du kannst das Ganze mit der Kawasaki Rideology App verbinden und dann verschiedene Parameter auswerten, deine Touren auswerten, den maximalen Neigungswinkel, also die maximale Schräglage auswerten, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit, also alle diese Werte kannst du mit der Kawasaki Rideology App dann nachher auswerten und so Protokoll dann über deine Touren führen. Du hast rundum LED-Beleuchtung, also es ist wirklich alles am letzten Stand. Oh, my God.
Favorit ist auch der Quickshifter mit Blipperfunktion. Da gehen die Gänge ganz, ganz sanft drauf. Beim Runterschalten hakelt es manchmal ein bisschen. Da muss der Gashahn ganz zu sein. Richtig leiwand finde ich auch dieses Zwitschern von dem Kompressormotor. Das ist eine ganz eigene, persönliche Note, die eigentlich nur dieser Motor mitbringt. Die Sitzhöhe von 830 mm ist für ein Naked Bike vielleicht nicht die niedrigste, aber sie ist recht human. Extrem angenehm ist der Kniewinkel, die Sitzposition. Wenn man sich da drauf setzt, glaubt man eher, man ist auf einem gemütlichen Tourenbike als auf so einer Wahnsinnsmaschine, auf so einer Höllenmaschine. Und deswegen ist sie auch wirklich bereit für lange Touren. Selbst der Windschutz ist für ein Naked Bike okay. Wenn du richtig Gas gibst und dich Runden reinlegst, wenn du aufrecht fährst, hast du bis zum Oberkörper keine Verwirbelungen. Auch dieser voluminöse Vorbau sorgt für einen guten Windschutz und du bist wirklich auf der tourenfreundlichen Seite mit dem Motorrad. Wobei tourenfreundlich dann natürlich immer relativ ist. Es ist einfach, und da kann ich mich nur wiederholen, eine Höllenmaschine, die natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstdisziplin und Vernunft verlangt. Das ist keine Frage, weil du wirklich so viel Kraft zur Verfügung hast, aber genau das macht einen auch wieder ein bisschen souveräner, meiner Meinung nach. Wenn du da an der Ampel stehst, beim Ampelstart, wo du ohne Probleme jederzeit im Willi wegfahren kannst, dass alle nur den Mund offen haben, bekommst du mit diesem Motorrad so ein bisschen das Gefühl, wie sich der Arnold Schwarzenegger oder irgend so ein 2-Meter-Kasten füllen muss. Den rät sicher keiner deppert an. Und genau so wird niemand, der halbwegs vernünftig ist, mit dir ein Hatzerl machen wollen beim Ampelstart oder so. Das ist einfach so, du hast die Kraft, wenn du es willst, aber dieses Motorrad fordert es nicht heraus. Das ist nicht so, dass man jetzt dann da ständig am Gashahn zieht, ständig auf Vollgas fährt. Ging ja auch gar nicht, weil wenn man sich nach der STVO bewegen will, dann reichen wahrscheinlich die ersten 2 oder höchstens 3 Gänge. Aber du kannst eben mit diesem Motorrad auch untertourig fahren. Der Motor ist eben in einem derart breiten Drehzahlband richtig präsent, dass man wirklich dahin cruisen kann und jederzeit diese Reserven hat. Dieses ich weiß, ich kann, aber ich muss nicht unbedingt, das macht stark. Und das Ganze macht irrsinnig Spaß. Also sobald du ein bisschen einen Auslauf hast und da ein bisschen am Gashahn ziehst oder am Ride-by-Wire drehst, prescht das Motorrad nach vorn, zwar wirklich fast egal, in welchem Gang und in welcher Drehzahl. Wie schon gesagt, trotz der Willi-Control, wenn du im Sportmodus unterwegs bist und am Gas anreist, geht das Vorderrad sehr, sehr leicht hoch, egal ob im ersten, im zweiten oder im dritten Gang. Ich will den 1000 PS-Kollegen, dem Max, Glauben schenken, dass es im vierten Gang genauso ist. Es spricht nichts dagegen. Das kannst du natürlich in der freien Wildbahn nicht mehr ausfahren, aber der ist ja in Las Vegas das Ganze gefahren und hat es dort so richtig auskosten können. Ich habe auf der Landstraße einen Mörderspaß damit gehabt. Ich glaube, ich werde auch nicht allzu viele Strafzettel kriegen, weil ich relativ diszipliniert unterwegs gewesen bin, weil man das mit diesem Motorrad auch kann. Aber du kannst halt anreißen und das ist ein Gefühl, wenn es halt die Ärmel lang zieht, dass man einfach auch einmal erlebt haben muss.
Der Unterschied zu Supersportlern mit ähnlicher Leistung ist ja auch, dass du bei denen mit dem Gewicht weiter vorne bist, dass du ganz einfach durch die gebückte Haltung mehr Gewicht am Vorderrad hast. Und hier hast du ja doch eine aufrechtere Haltung, und wenn du dann hier am Gas ziehst, dann wird es vorne schon sehr, sehr leicht, obwohl es eigentlich eine mächtige Front ist. Wenn ich jetzt Kritikpunkte suche, tue ich mir schon relativ schwer. Natürlich, dieses Ungetüm von einem Auspuff ist nicht wirklich das Eleganteste, aber es sorgt auch dafür, dass das Motorrad sehr, sehr leise ist, dass du mit diesem Motorrad kaum Aufsehen erregst. Und das Motorrad ist nicht nur gefühlt leise, sondern es ist mit einem Standgeräusch von 93 Dezibel, diesen Blick in den Zulassungsschein kann man ja heutzutage den Motorrädern leider nicht mehr ersparen, ist es auch gewappnet für die Strecken, die momentan von den Streckensperrungen in Tirol betroffen sind. Ich habe mich schon oft genug dazu geäußert, Sinn macht das Ganze keinen, aber Kawasaki beweist mit diesem Kompressormotor, dass man selbst mit so einem Kraftpaket wie der ZH2 nicht laut unterwegs sein muss, dass man da wirklich zivilisiert auch unterwegs sein kann. Zum Verbrauch genehmigt hat sich die ZH2 in den 10 Tagen, mit der ich mit ihr unterwegs gewesen bin, 6,8 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer. In Verbindung mit dem 19 Liter Tank sind damit Reichweiten von deutlich über 250 Kilometer möglich. Ich glaube sogar, dass man auch über 300 Kilometer kommen kann, wenn man es entsprechend gemütlich fährt. Aber das ist halt dann trotzdem nicht so leicht. Auch wenn man mit diesem Motorrad cruisen kann, wenn man 200 PS unterm Sattel hat, dann will man es natürlich auch spüren, da will man natürlich auch Gas geben. Und das verleitet dann schon auch immer wieder, ein bisschen am Hahn zu drehen. Wie immer habe ich auch einen Blick auf die Serienbereifung gemacht, und da hat sich Kawasaki für den Pirelli Rosso 3 entschieden. Das ist ein wunderbarer Sportreifen, der mit der Performance des Motorrads sehr, sehr gut zurechtkommt, mit dem du überhaupt keine Grip-Probleme hast, der sehr, sehr leicht und agil einlenkt, der vielleicht Nässe und Kälte nicht so sehr mag, aber das wollen eh die wenigsten Sportreifen. Da ist sicher ein bisschen Vorsicht geboten. Da wäre es auch ratsam, wenn man vielleicht in den Regenmodus geht und nur die 100 PS einsetzt. Die Traktionskontrolle greift im Regenmodus viel früher, viel intensiver ein, und auch im Rotmodus ist sie früher präsent als im Sportmodus. Im Sportmodus kannst du sehr rasant fahren und hast trotzdem ein Gefühl der Sicherheit, meiner Meinung nach. Gut, für wen ist jetzt die Kawasaki ZH2? Für jeden einmal, der am Stammtisch gern Quartett spielt, also der gern mit den Leistungsdaten am Stammtisch protzt, aber auch für jeden, der ein starkes, großes Motorrad will, das Souveränität ausstrahlt und auch vermittelt, dieses ich kann, aber ich muss nicht unbedingt Gefühl, dieses jederzeit lospreschen können, das macht schon Laune. Und dann ist es wirklich so, dass auch wenn das Motorrad vielleicht nicht das agilste in der Power Naked Bike Klasse ist, es ist auf alle Fälle so, dass kaum ein anderer Motor derart brachial in jeder Lebenslage anreißt. Also wirklich schon von unten, völlig atypisch eigentlich für einen reinen Vierzylinder, bei dem normal erst oben raus so richtig die Musik spielt, bist du mit diesem Kompressormotor wirklich schon ab 2000 Touren dabei, dass du die Arme lang reißt, und das ist schon sehr, sehr süchtig machend. Also ich muss schon sagen, ich habe diese 10 Tage mit dem Motorrad genossen, ich habe dieses über den Tellerrand schauen genossen. Ich fahre ja öfters auch mit 150, 160 PS Reiseenduros, aber ich muss sagen, diese 50 PS von 150 auf 200, die sind noch viel stärker spürbar als jene von 100 auf 150 PS, meiner Meinung nach. Also das ist richtig eine Waffe, die nackte Kanone, wenn man so will. Dass es jetzt nicht unbedingt das vernünftigste Motorrad ist, das ist schon klar, aber es ist auf alle Fälle ein Motorrad, das Spaß macht, das irrsinnig ausgereift ist. Die Laufkultur, mit der dieser Vierzylinder aufwarten kann, das können wirklich nur die Japaner in dieser Perfektion. Das ist alles sehr, sehr stimmig, das ist alles vielleicht nicht auf allerhöchsten Rennstreckenniveau, aber für die Rennstrecke müsste man sich dieses Motorrad sowieso noch ein bisschen adaptieren. Das ist ein Naked Bike für die Landstraße, das ist wirklich ein tourentaugliches Motorrad. Du hast eine bequeme Sitzbank, auch nach einer 300 Kilometer Tour tut dir da nichts weh, du bist nicht verspannt, und da gibt es ganz wenige Motorräder, die das auch können. Der Sozio-Test ist ausgefallen, obwohl die Mel gern mitgefahren wäre, hat sie leider keine Zeit gehabt in der vergangenen Woche. Wenn ich
einer Sozia, einem Mitfahrer einen Tipp geben kann, dann ist es gut anhalten, weil wenn man da anreist, dann ist es leicht möglich, dass man den Sozius verliert und da muss man extra stehen bleiben, das macht auch keinen Spaß. Also wenn man mit der ZH2 mitfahrt, gut anhalten, der Kniewinkel ist vom Gefühl her Naked Bike mäßig normal, die Sitzbank auch, wie es bei Naked Bikes üblich ist, aber für den Fahrer, der hat eine richtig breite, bequeme Sitzbank, eine gute Sitzposition, einen guten Windschutz für ein Naked Bike, das ist wirklich eine Mischung aus Alltagstauglichkeit und purem Wahnsinn. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, schreibt es unten in den Kommentaren rein, was ihr von so einem Wahnsinnsmotorrad hält, was ihr von 200 PS in einem Motorrad hält, in einem Naked Bike, was ihr von der Kawasaki ZH2 hält, vom Kompressor, ob ihr es schon gefahren seid, ob ihr es in Erwägung zieht, ob ihr vielleicht eine daheim stehen habt, würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst, was jetzt kommt, ganz, ganz wichtig, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Jo, wir sind mit dem Traktor da. Nein, Wahrheit mit der Kompressor Kawasaki.